So, Freunde der luftigen Unterhaltung. Heute habe ich ein ganz besonderes Schmuckstück für euch in diesem Video, und zwar der Seil Air 5024. Das hier ist ein Ölkolbenkompressor, wie ihr sehen könnt, ist er noch original verpackt. Wir werden jetzt in diesem Video den Kompressor auspacken, sehen, was der Lieferumfang bereithält, wie die Inbetriebnahme funktioniert und wie er dann auch arbeitet, was er leistet und was ihr für euren Preis von knapp 700 Euro erwarten könnt. Ich wünsche euch nun viel Spaß. So, wenn wir jetzt den Karton aufmachen, sehen wir zuerst oben drauf nur einen Pappdeckel, der den Kompressor schützt und den Karton festhält. Dazu haben wir noch eine Anleitung. Und zwar eine Anleitung, wie das Öl richtig in diesen Kompressor eingefüllt wird. Hierbei handelt es sich um einen Ölkolbenkompressor und nicht um einen ölfreien Kompressor. Daher muss hier Öl eingefüllt werden. Aber in der Vergangenheit gab es oftmals das Problem, dass das Öl von den Anwendern in die falsche Öffnung eingefüllt wurde. Daher hat der Hersteller jetzt eine Anleitung mit dazugelegt, wie und wo man bei welchem Kompressor das Öl einfüllen muss. Für die Inbetriebnahme eines Ölkolbenkompressors habe ich ein extra Video bereit, in dem die Unterschiede beim Einfüllen, beim Inbetriebnehmen zwischen einem HTC A20, also einem kleinen Ölkolbenkompressor, und dem 5024 gezeigt werden, worauf zu achten ist und was tunlichst zu vermeiden ist. Okay, also Anleitung zum Öleinfüllen haben wir dabei. Dann nehmen wir mal den Deckel weg. Ja, und da haben wir hier unseren Kompressor, wie man sehen kann, nicht gerade sehr klein, nicht gerade sehr leicht. Mit 27 Kilo bringt er doch einiges auf die Waage. Er ist mal nicht so für die Handtasche unter dem Arm, sondern den stellt man sich eigentlich zu Hause in sein Atelier, in sein Airbrush-Zimmer und lässt ihn da auch eigentlich großartig stehen. Mit dem Karton ist dann noch eine Flasche Öl, synthetisches Kompressoröl, Spezialöl. Und wenn ihr hier irgendwann mal einmal im Jahr einen Ölwechsel vornehmt, der eigentlich sein sollte, das macht aber nicht jeder, da muss auch wieder ein synthetisches Öl für Kompressor nachgefüllt werden. Wenn ich das hier meint, hey, in meinem Kompressor fehlt Öl, oder ich muss meinen Ölwechsel betreiben, ich hau das Motoröl von meinem Auto rein, das ich in der Garage herumfliegen habe, oder das Sonnenblumenöl oben aus der Küche. Das ist falsch. Also immer gucken, synthetisches Öl für Kompressoren, und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wenn ihr diesbezüglich Fragen habt, wendet euch an euren Fachhändler, wie Airbrush4U zum Beispiel. Synthetisches Öl. Aber wie man sehen kann, ist er eingepackt in Folie, mit dabei diverse Anschlusssachen, Einfüllstutzen und Anleitung. Und den packen wir jetzt mal aus. So, zum Weiterarbeiten habe ich mir mal erlaubt, die Kamera umzustellen, sodass ihr mehr sehen könnt. So, mit dabei ist einmal ein Tütchen, in dem eine Anleitung ist für Kompressoren. Und zwar alle, die Werder Seil Air zur Verfügung stellt, mit unter anderem Explosionszeichnungen und Ersatzteile, die man mal bestellen kann, wenn was kaputt sein sollte. Sowie eine zu kurze Information zur Inbetriebnahme eines Kompressors. Was zu beachten ist, Luftfilter und Öl einfüllen, beziehungsweise beim Auspacken, welche Teile alles weggehört. Und dann haben wir noch ein kleines Tütchen dabei. Das sind jetzt die Anbauteile, die wir benötigen, um den Kompressor in Betrieb zu nehmen. Zu einem ist hier ein Luftfilter mit dabei, der später aufgesteckt wird, damit die Luft gefiltert wird, mit der sauberen Luft in den Kompressor gelangt. Ein Adapter für die Ölflasche und dazu passend ein Stück Schlauch. Diesen brauchen wir nachher, um das Öl in den Kompressor einzufüllen. Des Weiteren ist mit dabei ein Y-Verteiler mit zwei Schnellkupplungen NW5. Hier darauf achten, wenn ihr dann schon einen Schlauch zu Hause habt, dann solltet ihr natürlich auch eine NW5 Schnellkupplung haben. Mit dabei weiterhin zwei Stecknippel mit dem NW5. Das ist, wie gesagt, könnt ihr euch einen Schlauch direkt selber anschließen. Hierzu braucht ihr aber dann ein Verbindungsgewinde mit 1/4 Zoll. Das hier ist ein 1/4 Zoll Anschluss. Achtung. Wie gesagt, zweimal. Und wir haben noch ein Verbindungsteil, 1/4 Zoll auf 1/4 Zoll,
dass wir hier dann aufschrauben können. Was mir jetzt leider fehlt bei der ganzen Lieferung, ist ein Stück Teflonband. Das müssen wir jetzt natürlich selber uns besorgen. Das ist nicht im Lieferumfang enthalten, das ist ein bisschen schade. Also brauchen wir Teflonband beim Einschrauben der Verbindungsteile. Würden wir jetzt ohne Teflonband arbeiten, haben wir hier ein Spaltmaß drin, die Luft drückt es raus irgendwann, wir haben ständig das an Zischen und Luftverlust. Daher muss immer bei jedem Gewinde Teflonband mit dran. So, das hole ich jetzt noch schnell und dann geht's weiter. So, bevor wir jetzt den Kompressor in Betrieb nehmen, müssen wir erstmal dafür sorgen, dass er luftdicht ist. Es bringt nichts, wenn wir den Kompressor einschalten und die Luft ständig entweichen kann. So, daher brauchen wir jetzt unseren Y-Verteiler und unser Verbindungsstück, das wir jetzt da anschrauben. Wie ich gesagt habe, hat in dem Lieferumfang Teflonband gefehlt. Da habe ich hier jetzt eine Rolle. Die gibt es in jedem Baumarkt, im Sanitärbereich, kostet ein paar Pfennige, ein paar Cent, Entschuldigung, und wir brauchen nicht viel davon. So, bevor wir jetzt anfangen, das Verbindungsstück in die Versorgungseinheit zu schrauben, müssen wir erstmal ein Stück Teflonband drum machen. Wir machen so ein Stück Teflonband ab und wickeln das auf das Gewinde auf. Und zwar wickeln wir das Teflonband links rum auf das Gewinde auf, da wir das Verbindungsstück rechts rum eindrehen. Würden wir es jetzt auch rechts rum aufwickeln, würden wir beim Eindrehen das Teflonband wieder von dem Gewinde runterziehen. Daher linksrum das Teflonband auftragen und das Verbindungsstück rechtsrum einschrauben in die Versorgungseinheit. Zuerst handfest und dann mit einem Schraubenschlüssel, mit einem passenden, in dem Fall, also in unserem Fall ein 14er Schraubenschlüssel, festziehen. Jedoch nicht zu fest, sonst reißt am Ende noch unsere Versorgungseinheit und der Kompressor wäre so erstmal unbrauchbar, wir müssten eine neue Versorgungseinheit kaufen. Handfest anziehen, fertig. So, das Gegenstück auch natürlich wieder, ein Stück Teflonband dran. Und schon ist der Kompressor luftdicht eingerichtet. Jetzt können wir anfangen mit dem Öl einfüllen. Und schon ist der Kompressor luftdicht eingerichtet. Das heißt, jetzt können wir im nächsten Schritt übergehen. Auch nach dem Anschließen des Luftanschlusses an der Versorgungseinheit geht es eigentlich weiter mit dem Einfüllen von Öl. Falls euer 5024 wie in unserem Fall schon Öl im System hat bei der Auslieferung, müssen wir hier kein Öl mehr nachfüllen. Falls es keins drin haben soll, dann müsst ihr natürlich erst Öl einfüllen vor der ersten Inbetriebnahme. Das könnt ihr daran überprüfen, ob in eurem Ölschauglas schon Öl vorhanden ist. Falls Öl vorhanden ist, geht es mit dem Anschluss vom Luftfilter weiter. Falls kein Öl vorhanden ist, dann erst Öl einfüllen. Das zeige ich euch ganz kurz jetzt in einem Beitrag. Diese kurze Anleitung ist nur, wenn der Kompressor kein Öl drin haben soll, beziehungsweise wenn ihr mal einen Ölwechsel vornehmen müsst. Wir haben hier oben eine Einfüllschraube, die öffnen wir mit 22er Schlüssel. Dann nehmen wir uns die Flasche Silikonöl, schrauben den Einfüllstutzen drauf, Schlauch dran und dann kann hier das Öl eingefüllt werden. Und zwar so lange, bis unten im Schauglas die Füllung halb voll ist, das Schauglas halb voll mit Öl gefüllt ist. Dann ist das Öl eingefüllt oder nachgefüllt. In der Regel sagt der Hersteller 450 ml ist angegeben. Das ist fast die ganze Flasche, die hat 500 ml Inhalt. So einfach ist eigentlich das Öl einfüllen beim Silair 5024. In der Regel soll in regelmäßigen Abständen der Ölstand überprüft werden, ob das Ölschauglas halb voll ist. Ansonsten Öl nachfüllen. Der nächste Schritt und der letzte Schritt bei der Inbetriebnahme des Silair 5024 ist das Aufschrauben des Luftfilters. Wir haben hier vorne eine rote Kappe, die schrauben wir ab. Dahinter verbirgt sich ein 1/8 Zoll Gewinde.
auf die dieser Luftfilter geschraubt wird. Würden wir das nicht tun, würde der Kompressor die Raumluft ansaugen, ungefiltert. Das heißt, würden wir Airbrushen oder sonstigen Staub haben, würde es der Kompressor mit anziehen und hätte das dann im Kreislauf drin, was früher oder später zu irreparablen Schäden führen kann. Daher Luftfilter aufschrauben und alles ist gut. So, das war soweit die Inbetriebnahme des SILR 5024. Nun mal zu den Details dieses Kollegen hier. Das ist ein SILR 5024. Die 5024 hat hier folgende Bedeutung. 50 steht für die Ansaugleistung in Liter pro Minute. Das heißt, er zieht 50 Liter pro Minute Luft an und gibt dann in der Fördermenge 37 Liter in der Minute bei 5 Bar ab. Die 24 steht für die Füllmenge des Behälters hier unten, des Drucktanks, und mit der Abgabemenge von 37 Litern in der Minute und den 24 Liter Füllmenge hat der Kompressor genug Leistung, um 6 Airbrush-Pistolen mit 0,2 mm Durchmesser Düse gleichzeitig zu betreiben oder eine Colani zum Beispiel mit 1,2 mm Düse. Das ist auch der Grund, warum ich mir den angeschafft habe, weil ich mir dann mit der Colani, die ich hier habe, größere Flächen bearbeiten möchte. Der Kompressor hat hier einen Druckwächter, der schaltet ab bei 8 Bar. Sobald der Druck hier im Kessel 8 Bar erreicht hat, schaltet der Kompressor aus und schaltet wieder ein, wenn der Kompressor unter 6 Bar fällt. Das Manometer hier an der Seite ist für den Drucktank. Das heißt, hier können wir ablesen, wie viel Druck in dem Tank vorhanden ist. Hier drüben haben wir unsere Versorgungseinheit. Die Versorgungseinheit besitzt ein Überdruckventil. Das muss immer mit dabei sein bei einem Drucktank. Das ist dafür da, dass wenn der Druck zu groß sein sollte, bei einem Defekt des Kompressors oder der Abschaltautomatik, dann kann hier Überdruck entweichen. Des Weiteren hat der Drucktank eine Ablassschraube hier oben sowie hier unten nochmal eine ganz große. Hier vorne an der Versorgungseinheit haben wir unseren Wasserabscheider, den wir ablassen können für Kondenswasser. Wir haben ein Manometer, der uns anzeigt, welchen Druck wir eingestellt haben. Hier vorne auf den beiden Schnellkupplungen sowie hier oben den Druckminderer. Ein Druckminderer funktioniert ganz einfach. Hochziehen, Druck einstellen und wieder locken. Schon ist der Druck eingestellt, den wir für unser Airbrush benötigen. Der schöne handliche Griff hier oben ist ganz praktisch, aber das ist keine Handtasche. Also der Kompressor hat 27 Kilo Gewicht und somit nicht einfach mal so durch die Gegend zu tragen. Des Weiteren sollte bei einem Ölkolbenkompressor immer darauf geachtet werden, dass er nicht gekippt wird, nicht umgeworfen wird oder umgelegt wird. Weil dann gelangt Öl in den Kreislauf und ist nicht mehr rauszubekommen. Ist einmal Öl im Lufttank oder hier oben im Wasserabscheider, hat das schwerwiegende Folgen und nur mit teuren Reparaturen wieder zu richten. Bei dem Kompressor handelt es sich um eine offene Bauweise. Der Kompressor ist zwar ein Flüsterkompressor, bringt aber 40 Dezibel Lautstärke mit sich. Der HTC A20 hat eine geschlossene Bauweise, das kann man an dem Gehäuse außenrum erkennen. Der verbaute Kompressor ist die gleiche Bauweise wie bei unserem 5024, hat eben nur in geschlossener Form. Der hier bringt 36 Dezibel Lautstärke mit sich. Wer den Testbericht zum Fengta FD18-2 gesehen hat, der hat auch gehört, wie laut ein ölfreier Kolbenkompressor sein kann. Somit sind wir hier doch um einiges leiser. Auch hier ist wieder der Fall, in der Regel am besten für den Kompressor 15 Minuten arbeiten, 15 Minuten schweigen. Es sollte eigentlich bei der Leistung, die der Kompressor mit sich bringt, kein Problem sein, im normalen Airbrush-Betrieb auf jeden Fall. Ja, das waren so die Eckdaten des Kompressors und nun schalten wir mal ein. Ich nehme mal eine Stoppuhr, da können wir mal gucken, wie lange er braucht, um den Drucktank zu füllen. So, Stoppuhr ist zur Hand, wir schalten jetzt mal ein. Er steht auf einer Glasplatte, es kann passieren, dass er hier ein bisschen lauter ist als auf dem Boden. Also wie ihr sehen könnt, 40 Dezibel ist jetzt nicht die riesen Lautstärke, man kann es noch normal unterhalten.
So, das ganze Füllen des Lufttanks hat jetzt insgesamt 4 Minuten 20 benötigt. Das heißt, es ist schon eine große Zeit, bis der Trunktank mal komplett gefüllt ist. Aber es ist nur beim ersten Einschalten so, bis der Trunktank erstmal voll ist. Während wir jetzt arbeiten, ich habe derzeit meine Pistole angeschlossen, eine Evolution mit 0,2er Düse. Und habe meinen Druck auf 2 Bar eingestellt. Ich kann auch erhöhen auf 3 zum Beispiel. Jetzt ist es so, wenn wir jetzt Luft entnehmen die ganze Zeit, dann springt bei 6 Bar der Kompressor wieder an und füllt wieder auf. Das heißt, das Wiederauffüllen würde nicht mehr 4 Minuten dauern, sondern nur noch 1 Minute oder 1 Minute 30 geschätzt, bis der Kompressor wieder voll ist. Je nachdem, was ich auch gleichzeitig an Luft wieder entnehme. So, da wir aber nicht sehen wollen, ob der Kompressor jetzt eine 0,2 mm Airbrush-Pistole betreiben kann, habe ich jetzt hier mal eine Colani mit 0,8er Düse. Ich habe jetzt nicht eine 1,0 oder 1,2 im Haus, sondern eine 0,8. Die muss halt jetzt dafür ausreichen, erstmal für die Tests. Und zwar ist es so, der Drucktank ist voll und wir werden jetzt aber mal die Airbrush betätigen, mal gucken, wie lange ich hiermit sprühen kann, bevor der Kompressor wieder anspringt. Das waren jetzt 1 Minute und 18 circa, wie ich jetzt hier die Airbrush bedienen konnte, bei 2,5 Bar und 0,8er Düse. Und ihr seht, das ist schon einiges, was der Drucktank hier ausmacht und auch den Speicher darbietet. Der Kompressor ist angesprungen und füllt jetzt wieder von 6 auf 8 Bar voll. Das Ganze hat jetzt gedauert, 58 Sekunden, also nicht ganz eine Minute, um den Tank wieder vollständig zu füllen, solange wir keine Luft entnehmen. Auch hier, wie bei allen anderen Kompressoren ist, währenddessen wir Luft entnehmen, umso länger dauert es, entnehmen wir mehr Luft, als das der Kompressor eben leisten kann, fördern kann, würde er irgendwie dann dauernd laufen. So, das war auch schon ein sehr So, das war auch schon unsere Vorstellung des Seil R5024 Erdmarschkompressors. Wie man hier sehen konnte, ist es kein Leichtgewicht, noch kein kleiner Kompressor, sondern etwas Größeres, der auch locker mit einer Colani zurechtkommt. Auch dafür ist er auch geeignet. Er ist für den Profibereich gemacht, wo in der mehrere Pistolen gleichzeitig benötigt werden oder halt eben welche mit einer größeren Düsengröße. Er liegt preislich etwas höher. Ziemlich viel höher als so manch anderer Ölkolbenkompressor oder wie ein ölfreier Kompressor. Dafür hat man aber auch ein Gerät, was einen die nächsten Jahre und Jahrzehnte begleitet. Das Ganze gibt es dann auch wieder nachzulesen auf meiner Seite Airbrush Index.